Halleluja. Wollen dich einladen, wunderbarer Lehrer, Gott, Heiliger Geist, komm und hilf uns. Öffne uns die Ohren, öffne uns die Herzen, öffne unser Verständnis, zu hören, was du zu sagen hast über das kostbare Wort und deine Absichten mit uns. Und wir danken dir, dass du da bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, dass du ein geduldiger Lehrer bist. Halleluja. Amen. So, in der vorigen Einheit haben wir begonnen, dieses absolut zentrale Thema anzufangen, und da muss noch manches mehr dazu gesagt werden über das Wort Gottes und der Jünger und das Wort Gottes. Was bedeutet das? Wie soll er mit dem Wort leben? Was für eine Haltung soll er haben zum Wort Gottes? Und ich sagte es schon, ich sage es noch einmal, der Punkt ist entscheidend. Damit steht und fällt, ob Jüngerschaft erfolgreich wird oder ob wir da unsere Zeit vertun und es keine richtigen Ergebnisse gibt. So wie wir mit dem Wort Gottes leben, so gehen wir auch mit Jesus um. Jesus ist das Wort, und wir müssen da sehr genau hinschauen. Und es ist schon erstaunlich, dieser Kontrast, wie viel die Bibel darüber zu sagen hat und wie wenig das im Leben von sehr, sehr vielen Christen wirklich eine Rolle spielt. Es ist erstaunlich, diese Differenz. Ja. So, ich sagte, da sind zwei Hauptfragen, die beantwortet werden müssen von unserem Jünger durch das Bibelstudium. Was ist das Wort Gottes? Was hat es mit dem Wort Gottes auf sich? Und das zweite, ja, wie soll ich denn mit dem Wort leben? Diese beiden Dinge sind auch in einem Booklet beschrieben, was entweder schon vergriffen ist oder aber, ich habe es gar nicht mitgebracht, beides wäre nicht gut. Auf jeden Fall ist das zu Hause noch vorrätig, und den Text kann man auch runterladen als PDF. So ist es auf jeden Fall erhältlich. Lass uns noch einige Dinge anschauen, die sehr, sehr wichtig sind. Was das Wort Gottes denn bewirkt im Leben eines Jüngers? Römer 15, Vers 4, Römer 10, Vers 7, Römer 10, Vers 8 sind die nächsten Schriftstellen. Römer 15 heißt es, Hoffnung durch die Schriften. Durch die Schriften kommen Hoffnung. Die Schriftstellen braucht ihr nicht aufzuschreiben, die sind im Konzept dann drin. Durch die Schriften kommt Hoffnung. Und Hoffnung ist so, so, so zentral wichtig. Wenn jemand keine Hoffnung hat, dass seine Bemühungen im christlichen Leben wirklich fruchten, dass es wirklich Veränderungen gibt, dass er wirklich eine reale Chance hat, dass es einen Weg gibt raus aus seinem Problem. Wenn er keine Hoffnung hat, dann wird er resignieren, er wird müde sein, er wird frustriert sein und wird auf jeden Fall sich nicht vorwärts bewegen. Hoffnung ist der Motor. Und wir müssen Hoffnung haben, lebendige Hoffnung. Gott geht mit uns, Gott wirkt in uns, Gott verändert uns und Gott kommt mit uns zum Ziel. Er hat ein gutes Werk angefangen und wir verlassen uns nicht auf unsere Disziplin, wiewohl die sehr, sehr wichtig ist, aber wir verlassen uns auf seine Entschiedenheit, uns durchzubringen, uns zu verändern, uns freizusetzen, dass wir wirklich Frucht bringen können und aus unseren Problemen herauskommen können. Durch die Schriften, wenn wir mit ihnen dann so umgehen, wie wir das gleich anschauen werden, geschieht etwas in uns und wir bekommen Hoffnung. Ja. Und auch das Wort Gottes bewirkt Glaube. Und Hoffnung und Glaube geht sehr stark zusammen, aber Glaube ist eine absolute Gewissheit im Herzen über geistliche Realitäten. Über wie die Dinge wirklich sind, wie Gott sie sieht und diese innere Fähigkeit, wirklich ihm, ohne dass wir uns anstrengen müssen, einfach weil das in uns jetzt hineingelegt ist, ihm vertrauen können. Alle Segnungen, die der Herr hat für uns, kommen durch Glauben. Es gibt keine Segnung, die nicht durch Glauben kommt. Und unser Glaube kann stark werden, unser Glaube kann wachsen. Der Glaube kommt, sagt Paulus, durch das Wort. Der kommt. So, das heißt, niemand muss sagen, ja, aber ich habe keinen Glauben. Ja, der Glaube kommt.
Er kommt, steh ihm nicht im Weg, halt ihn nicht auf, lass ihn wirklich kommen und dich erfüllen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt der Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 6. Und das ist die Aufgabe des Jüngers. Ja, er soll einen Lebensstil leben zur Ehre Gottes, wo er Gott gefällt. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Wandeln und Gott gefallen, das ist seine Aufgabe, um das geht es. Und das nennt die Bibel Furcht des Herrn und deswegen kein Wunder, auch diese Gesinnung der Furcht des Herrn kommt durch das Wort Gottes. Lass uns einmal eine Schriftstelle im Mose anschauen, die diese Wahrheit bringt und die auch schon gleich auch betont, was für einen Umgang es braucht mit dem Wort. 5. Mose, Kapitel 17. Ah, das ist 4. Mose, das kann nicht gehen. 5. Mose. Viele Schriftstellen, die über die Wirkungsweise und das Wesen des Wortes reden, die sprechen dann auch schon gleich davon, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen ist das dann hier für mich etwas schwierig, das so zu trennen. Und das ist das Gesetz in Bezug auf eines zukünftigen Königs. Wenn Israel dann einen König haben will, dann gibt es ganz wichtige Anweisungen für den König. Ich lese mal von Vers 18 an. Wenn er, der König, dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Und dieses Buch soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Da haben wir es. Die Fähigkeit, Gott zu fürchten, in der Furcht des Herrn zu leben, kommt aus dem Umgang mit der Schrift selbst. Daraus kommt dieser kostbare Schatz. Und jeder, der das schon getan hat, weiß, dass wirklich Furcht des Herrn der absolute zentrale Schatz ist im geistlichen Leben. Und das wäre übrigens auch eine gute Hausaufgabe für unseren Jünger, ihm zu sagen, komm, du studierst jetzt aus der Bibel die Furcht des Herrn. Mit studieren meine ich, du gehst, das ist ja heute so einfach mit Konkordanz und mit Computer, du gehst durch die ganze Bibel und holst alle Schriftstellen zum Thema Furcht des Herrn raus, schreibst zusammen oder kopierst die zusammen auf mehrere Seiten und dann gehst du die betenderweise immer wieder durch und sagst, Heiliger Geist, öffne mir die Augen. Und dann fängt das an, irgendwie zu leben und dann fängt das an, Klarheit zu geben und dann verstehst du, was ist Furcht des Herrn und was bewirkt die Furcht des Herrn. Und jeder, wie gesagt, der das studiert hat, der weiß, er braucht die Furcht Gottes, weil alles für das Leben hier und für das spätere Leben ist enthalten in der Furcht des Herrn. Alle Segnungen, die wirklich von Bedeutung sind, die Gott für uns zugedacht hat, sie hängen alle mit der Furcht des Herrn zusammen. In unserem materiellen Leben, in unserem geistlichen Leben, in unseren Beziehungen, vor allen Dingen in unserer Beziehung zum Herrn, das ist so zentral. Und diese Furcht des Herrn kommt aus intensivem Umgang mit der Schrift. Da kommt die Furcht des Herrn her. Und kurz definiert, die Furcht des Herrn ist eine innere Einstellung. Ich will Gott ehren. Ich will ihm meine Liebe zeigen. Ich will ihn nicht kränken. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will ihm nicht wehtun. Ich will ihn nicht betrüben. Ich will ihm den Platz geben in meinem Leben, der ihm gebührt, der allererste Platz. Und alles in mir soll auf ihn ausgerichtet sein. Das ist die Furcht des Herrn. So, das könnten wir auch als ein Ziel unserer Jüngerschaft definieren. Wir wollen ihn dahin bringen, dass er wirklich den Herrn fürchtet. Und hier ist es so schön beschrieben, in Vers 19, er lernt den Herrn, seinen Gott zu fürchten. So, das kann man lernen. Ja? Das reicht nicht aus zu sagen, ja, ich habe keine Furcht des Herrn, dann lerne sie. Ja?
Furcht des Herrn kommt in unser Leben, wenn wir die Bedingungen erfüllen, wenn wir wirklich ein intensives Leben mit dem Wort Gottes führen. Schau mal, der König, der muss ja regieren, der hat ja wirklich von morgens bis abends Aufgaben und der soll das ganze 5 Bücher Mose abschreiben. Und dann soll er immer wieder alle Tage seines Lebens daran lesen. Obwohl er so viel Verantwortung hat und so viele Dinge zu regeln hat, er soll das zuallererst machen. Das ist seine Aufgabe. Und daraus kommt alles. Er lernt den Herrn zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut, dass sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt. Sieg und Freiheit von Stolz kommt durch das Wort Gottes. Was für ein Segen, was für ein Schatz, ja. Und er wird nicht abweichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit die Tage seiner Königsherrschaft verlängert sind und er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das Wort Gottes gibt Stärke. Und wir brauchen Stärke. Wir müssen stark sein, weil wir in einem Kampf sind gegen Versuchungen und verführerische Angebote von der Welt und noch viel mehr in einem Kampf sind gegen Mächte der Finsternis. Und wir müssen stark werden. Und diese Stärke kommt durch das Wort Gottes. 1. Johannes 2, Vers 4. Ihr seid stark. Das Wort Gottes bleibt in euch. Ihr habt den Bösen überwunden. Ja, Jesus hat am Kreuz den Teufel überwunden und das, was Jesus da getan hat, können und brauchen wir nicht zu wiederholen, aber trotzdem muss jeder einzelne Gläubige in seinem eigenen Leben den Teufel überwinden. Das ist die einzige Möglichkeit, in den vollen Plan, in die Berufung Gottes hineinzukommen. Wer den Teufel in seinem Leben nicht überwindet, kann nicht in seine Berufung kommen, weil der Teufel haufenweise den Knüppel zwischen die Beine steckt, um dich zu hindern, weil das ist seine größte Befürchtung, dass du in deine Berufung kommst, in den Plan Gottes kommst, weil da ist maximaler Segen für das Reich Gottes. Und das kann man schlecht belegen, aber das ist so meine Schätzung. In der Masse der pfingstlich-charismatischen Gemeinden, wie ich sie kennengelernt habe in 23 Jahren Reisedienst, ich würde vermuten, dass weit über 80, wahrscheinlich über 90% der Gläubigen niemals in ihre Berufung kommen, während ihres ganzen Lebens. Das hängt an dem ganzen Gemeindesystem, ja, weil die Leute, von ihnen wird nur erwartet, sie sollen kommen, ein bisschen mitarbeiten, den Zehnten geben und da sitzen und dem Prediger huldvoll zulächeln. Das ist alles, ja. Aber dass es wirkliche Charakterveränderungen gibt, dass es wirkliche Siege gibt, Durchbrüche gibt, Schritte nach vorwärts, ja, wirkliche Ziele, die Gott ihnen gegeben hat, das wird von denen gar nicht erwartet. Ja. Da ist eine völlig falsche Sicht von Gemeinde und durch Jüngerschaft wird sich das Verständnis und die Art, wie Gemeinde gelebt wird, radikal verändern. Das heißt, Segnungen werden endlich fließen, die jetzt nicht fließen können. Und Gott kann so viel mehr tun, so viel mehr Projekte und Dienste werden entstehen, einfach weil Menschen wirklich jetzt sich qualifiziert haben, um von Gott gebraucht werden können. Ja, ich hatte gesagt, das ist die Reihenfolge. Jüngerschaft, Mitarbeiterschaft, Leiterschaft. Das sind die Dinge, die wir da vor uns haben, wo wir das durchlaufen sollen. Und wenn wir mit dem Wort Gottes richtig umgehen, dann werden wir stark bis dahin, dass wir den Feind überwinden und seine Widerstände uns nicht mehr bremsen können. Das braucht jeder Christ, egal wo er steht und wozu er berufen ist. Das ist total wichtig. Das Wort Gottes bringt Reinigung. Das sind Einflüsse, die wir zugelassen haben, von denen wir jetzt gereinigt werden müssen. Gott hat uns vergeben, aber die Reinigung ist eine andere Geschichte. Und da sehen wir 1. Petrus 1, 22, die Seele wird gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. So kommt die Reinigung der Seele zustande. Das ist 1. Petrus 1, jetzt weiß ich nicht, 22 oder 23. Ihr werdet das finden, wenn ihr da schaut. Und
zu dieser Stärke gehört auch noch, dass das Wort eine Waffe ist. Das Wort ist eine Waffe gegen den Feind. Epheser 6, Vers 17, das Schwert des Geistes. Ja. Der Heilige Geist will das Schwert gebrauchen, aber es ist das Schwert, das aus deinem Munde hervorkommt, nachdem es zuvor in deinem Herzen ist. Ein Wort Gottes, was nicht in deinem Herzen ist, was nur abgeguckt ist von jemand anders und wiederholt ist, aber nicht wirklich verankert ist und Wohnung genommen hat in deinem Herzen, wird nichts bewirken. Aber wenn es im Herzen ist, dann ist es eine mächtige Waffe gegen den Feind, gegen die er nichts ausrichten kann. Wir widerstehen dem Feind auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus das getan hat. Als er versucht wurde in der Wüste und der Feind ihn konfrontierte, er hat ihn überwunden mit dem Proklamieren des Wortes Gottes. Es steht geschrieben. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich habe Autorität über dich, was willst du? Er hat ihn widerstanden mit der einen Waffe, die uns auch zur Verfügung steht. Warum? Weil er auf unser Niveau gekommen ist, um zu zeigen, so macht man es. Und wir widerstehen dem Feind, indem wir das Wort Gottes kühn erklären und dem Feind entgegenschleudern und sagen, es steht geschrieben. Wie ich vorhin gesagt habe, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Halleluja. Das weiß der Teufel viel mehr als viele, viele Gläubige. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Der Feind kann gegen das Wort Gottes nichts ausrichten. Er ist wehrlos, hilflos, schutzlos und das Schwert schlägt erbarmungslos zu. Und das muss es auch. Halleluja. Das ist die einzige Behandlung, die er verdient hat. Das Wort Gottes ist ein Hammer und ein Feuer. Und damit wirkt es in uns, ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Jeremia 23, Vers 29, das sind harte Bereiche in uns, aber das Wort Gottes ist ein Hammer und es zerschlägt diese Felsen. Halleluja. Und es brennt in uns und es ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Oh, wie wunderbar. Was für einen Schatz haben wir. Das Wort Gottes, sagte ich schon, ist Nahrung für unseren Geist. Und es belebt, heißt es an einer Stelle in dem Psalm, es belebt unser Herz. Es belebt uns, es erfrischt uns, es ist unsere Lust. Wenn wir nur einmal Psalm 119 vornehmen und da die Worte, die Verben, die in Verbindung mit dem Wort genannt werden, begehren, verlangen, Und sich freuen. Und lauter solche wunderbaren Worte sind dort genannt in Bezug auf das Wort. Ja. Der ganze Psalm 119 ist ein einziger Lobpreis des Wortes Gottes. Und das wäre nicht verkehrt, unseren Jünger anzuweisen, immer wieder diesen Psalm zu beten. Das ist ein ganz, ganz kostbarer Psalm. Das Wort Gottes gibt uns auch Besonnenheit. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Qualität, die wir brauchen. Besonnenheit bedeutet, wir sind nicht verwirrt, wir sind nicht durcheinander, wir sind nicht gefühlsgesteuert und machen irgendwelche spontanen Bauchentscheidungen, sondern wir sind im Frieden, in Ruhe, in absoluter Klarheit und wir sehen die Optionen vor uns und wir sehen, das ist der Weg des Herrn und wir sehen, das ist ein verführerischer Weg, den der Feind uns anbietet und wir sind besonnen und wir können kluge Entscheidungen treffen. Besonnenheit. Wir werden später, wenn wir über Sieg, über Sünde sprechen, noch einmal auf Besonnenheit zurückkommen. Jetzt will ich das einfach nur so erwähnen. Halleluja. Halleluja. Dann gibt es einen ganz wesentlichen anderen Segen noch. Das Wort Gottes gibt uns Auskunft oder nicht nur Auskunft, es verschafft uns unsere wahre Identität, die wir als Gläubige haben. Weil Gott hat so viel mehr in uns getan, als wir Jesus angenommen haben, Buße getan haben, auf das Erlösungswerk vertraut haben, von Neuem geboren sind. Er hat so viel mehr getan, als nur uns die Sünden vergeben. Und wenn wir nicht wissen, was er getan hat, dann nützen diese Dinge uns auch nichts, wiewohl wir sie haben. Ja. In Philemon 6 heißt es, wirksamer Glaube in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Wenn wir die Dinge erkennen, die wir geschenkt bekommen haben durch Christus,
dann kommt Glaube zustande, wirksamer Glaube durch die Erkenntnis all der Dinge, die uns geschenkt worden sind im Hinblick auf Christus. Und das muss man studieren, das muss man entdecken. Und erst wenn wir wissen, was das alles beinhaltet, was Erlösung ist und was es bedeutet, dass wir eine neue Kreatur sind, erst dann fängt das an, wirklich zu funktionieren. Ja? Das ist ja auch mit irgendwelchen anderen Dingen so. Du kannst irgendein Gerät haben, ja, aber du weißt nicht, was es ist und was es bringt und was es funktioniert. Zum Beispiel, wir haben jetzt so ein ganz elegantes Ding, das sieht aus wie ein Tennisschläger, ja, und da drückt man auf den Knopf und dann setzt sich das Geflecht, dieses Draht da unter Strom und du kannst tatsächlich fliegen in der Luft damit erwischen. Wenn du das nicht weißt, was das ist, versuch mal mit einem Tennisschläger eine Fliege zu hauen. Du wirst das nie hinkriegen. Aber mit diesem elektrischen Ding, das ist genial. Ich hätte nie geglaubt, dass das funktioniert. Ja, und Elke hat mir erklärt, wie das geht. Und das funktioniert wirklich. Das ist der Hammer. Man kann Fliegen in der Luft damit erlegen. Ja, sonst kann ich höchstens, wenn sie da sitzt und einen unbesonnenen Moment hat, von vorne dann mit der Hand irgendwie so erwischen. Das klappt meistens nicht, aber manchmal schon. Und dann freue ich mich. Aber mit diesem elektrischen Tennisschläger, das funktioniert tadellos. Ja, aber wenn ich die Gebrauchsanweisung nicht lese, wenn ich nicht auf meine Frau höre, dann habe ich einen Tennisschläger und sage, ja, und was jetzt? Ja, da weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Und es gibt geistliche Dinge, die sind dir geschenkt. Wenn du nicht verstehst, was das ist, wenn du nicht verstehst, wofür du die brauchst, wie du das benutzt, dann nützt es dir alles nichts. Du hast es, aber es nützt dir nichts. Ja. Und das ist das Leben von so vielen Gläubigen. Die sind absolut beschenkt und haben keine Ahnung davon. Und sie tappeln im Dunkeln und versuchen mit ihren eigenen Bemühungen da irgendetwas zu machen. Und auf diesen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass das Wort Gottes uns unsere neue, wahre Identität schenkt, die wir durch nichts anderes bekommen, außer durch das Wort. Die Erfahrungen werden uns niemals lehren. Diese Segnungen haben wir jetzt. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Und das ist, was wir sind. Das wird niemals passieren. Es kommt durch das Wort. So, das ist ein gewaltiger Segen. Und auf den werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Und jetzt der entscheidende Punkt. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes hängt davon ab, dass wir mit dem Worte Gottes so umgehen, wie es uns geboten wurde. Also die Wirksamkeit in unserem Leben. Gottes Wort wirkt immer, aber wir wollen, dass es in unserem Leben wirkt. Und das hängt davon ab, dass wir mit dem Wort Gottes so umgehen, wie es uns geboten wurde. Und das allererste, was ein Jünger tun muss und was wir ihm als dringende Aufgabe geben, und zwar über die nächsten Jahre. Das ist nicht, das macht man einmal für 3 Tage und dann ist fertig. Ja, das ist beschrieben in Römer Kapitel 12. Wir haben schon gesagt, das Wort ist die Wahrheit. Das heißt, es beschreibt die Dinge, die geistliche Welt, so wie sie wirklich ist. Nicht wie wir sie uns vorstellen oder wie wir sie gerne hätten, oder wie wir denken, wie sie ist, sondern so, wie sie wirklich ist. Das ist die Wahrheit. Und jetzt muss diese Wahrheit unsere Wahrheit werden. Und das fängt an damit, dass wir eben diesen Schritt hier beginnen. Römer 12, Vers 2. Ach, ich lese mal vom Vers 1 an, weil das immer gut ist zur Erinnerung. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hier ist wieder dieser Gedanke, den wir schon hatten. Unser Körper gehört uns nicht selbst. Ja? Wir geben ihn als ein lebendiges Opfer, wie im Alten Testament. Da wurde das Opfer auf den Altar gelegt und dann kam das Feuer und hat das Opfer verzehrt. Der einzige Unterschied ist jetzt, das Opfer bleibt leben. Bleibt am Leben, ja, aber es ist ein Opfer für Gott. Und jetzt kommt es. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an oder dieser Welt. Welt ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff, um das geistige Leben zu verstehen. Wir waren Teil der Welt und Welt ist ein geistliches
Machtgebilde, ein geistliches Territorium, wo der Teufel der Gott dieser Welt ist. 2. Korinther 4, Vers 4, der Teufel ist der Gott dieser Welt. So das, der Begriff Welt meistens in der Bibel wird anders gebraucht als im normalen Sprachgebrauch. Ich bin gereist und ich habe die Welt gesehen. Ja, schön. Ja? Aber wenn die Bibel von Welt redet, das ist was anderes. Jesus ist gekommen, Galater 1, um uns rauszuretten aus dieser bösen Welt. Diese Welt ist böse, weil sie unter dem Bösen ist und sie zerstört Menschen und sie betrügt Menschen, sie verführt Menschen, sie belügt Menschen. Das ist ein Machtsystem. Und dieses Machtsystem hat uns erzogen. Darin sind wir Jahre oder Jahrzehnte gelaufen und das hat uns alles Mögliche an Einsichten, Lebensweisheiten und klugen Ratschlägen beigebracht. Jetzt sind wir bekehrt, wir sind von Neuem geboren, wir sind herausgenommen, Kolosser 1, aus der Welt, versetzt in eine neue Dimension und das ist das Reich Gottes. Jetzt sind wir im Reich Gottes. Und das Problem ist, dass wir jetzt im Reich Gottes leben mit Weisheiten und Ansichten und Ideen, die wir in der Welt gelernt haben. Und das führt zu ständigen Konflikten. Das kann nicht funktionieren. Versuch, einen Fisch aus dem Bach zu nehmen und setz ihn auf die Wiese. Das kann nicht funktionieren. Der wird das nicht lange mitmachen. Das ist eine Qual für ihn, ja, weil er gemacht ist für das Wasser. Wir sind jetzt gemacht für das Reich Gottes, ja. Und deswegen müssen wir jetzt nach den Ordnungen und nach den Prinzipien und nach der Weisheit des Reiches Gottes leben. Wir können in diesem neuen Reich nicht leben mit der Mentalität des Alten. Das wird nicht funktionieren. Das ist, was sehr, sehr viele Gläubige versuchen. Und darum funktioniert es in ihrem eigenen Leben nicht, darum funktioniert es dann in der Gemeinde nicht, wie die anderen das auch alle so machen. So, was ist der Ausweg? Wir sollen nicht angepasst sein an dieses System, sondern wir sollen in unserem Wesen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Durch die Erneuerung des Sinnes werden wir verwandelt und jetzt zugerüstet, um in diesem neuen Leben im Reich Gottes zu leben. Erneuerung des Denkens ist die erste große Aufgabe. Und da ist der Punkt, wo die Herrschaft Christi wirklich real wird. Ja, Jesus ist unser Herr, aber erst dann, wenn unsere Denkweise mit ihm jetzt übereinstimmt, wird das real. Ja. Das ist eine Aufgabe. Wir sollen uns nicht verwandeln, wir werden verwandelt. Oh, wie schön. Aber wir tun etwas, damit wir verwandelt werden. Wir erneuern unser Denken. Und das heißt, wir bringen unser Denken jetzt in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. Wir disziplinieren uns und wir sagen, wir werden jetzt lernen zu denken, wie Gott denkt. Du sagst, ja, lieber Himmel, wie soll denn das gehen? Wie sollen wir denn wissen, wie Gott denkt? Er hat uns ein ganzes Textbuch gegeben, voll von seinen Gedanken. Mindestens die Gedanken, die wir hier brauchen für das Leben jetzt. Es gibt natürlich unendlich viel mehr Gedanken Gottes, mit denen er uns aber gnädigerweise nicht belasten möchte, weil wir die nicht brauchen für hier jetzt. Ja? Was musst du wissen, wie man Galaxien lenkt? Wofür brauchst du das jetzt? Ja? Du musst wissen, wie du deine Gedanken lenkst. Das musst du lernen, ja? Wie du deine Gefühle managst, ja? wie du konkrete Schritte gehst, wie du von Herzen vergibst. Solche Dinge musst du lernen. So alles, was wir brauchen für ein Leben jetzt hier, um Gott zu gefallen und in den Segen Gottes zu kommen, das ist in diesem Buch enthalten. Da sind die Gedanken Gottes. Es ist die Wahrheit. Und jetzt bringen wir unsere Gedanken in Übereinstimmung mit ihm. Das ist die Voraussetzung, dass er mit uns gehen kann und dass wir mit ihm gehen können. Wenn das nicht geschieht, dann können wir nicht mit Gott zusammenarbeiten. Das wird so gut ausgedrückt in Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Ganz klar, das wird nicht funktionieren. Der eine will da lang, der andere will da lang, es geht nicht. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Und Erneuerung des Denkens bedeutet, jetzt fangen wir an zu studieren, wie denkt Gott über bestimmte Themen, über bestimmte
Sachverhalte, wie denkt er darüber? Und da suchen wir nicht nach einer Schriftstelle, sondern wir suchen nach allen Schriftstellen. Und das ist das Problem, wie viele, viele Irrtümer entstehen. Menschen nehmen eine Schriftstelle und bauen darauf irgendwie eine Lehre und ein System auf, ohne zu berücksichtigen, ob das in Harmonie ist mit anderen Schriftstellen, die auch zu diesem Thema reden. Wenn wir wissen wollen, wie die Gedanken Gottes sind, dann müssen wir alle Schriftstellen zu einem Thema zusammenfinden. Und das sind Wortstudien, wo wir mit Hilfe der Konkordanz einfach diese Schriftstellen zusammentragen und dann den Heiligen Geist bitten, uns die Augen aufzutun und zu erkennen, okay, wie hängt das jetzt alles zusammen und wie passen diese einzelnen Schriftstellen und was ist die Aussage davon, was ist die Botschaft? Ja. Und weil dort so viele Gläubige nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben, deswegen gibt es so viele schreckliche Irrtümer, die große, große Folgen haben. Ja. Und wir müssen ganz vorne anfangen. Wir müssen unserem Jünger sagen, du musst aus dem Wort Gottes grundlegende Fragen wirklich beantworten. Das fängt mit so simplen Dingen an. Was ist überhaupt ein Christ? Wir denken, ja, ist doch logisch. Das ist jemand, der an Jesus glaubt. Aber wie soll der an Jesus glauben? Ist der Teufel auch ein Christ? Der glaubt nämlich auch an Jesus. Ja? Aber er hat nicht den rettenden Glauben, dass Jesus Gott ist, dass Jesus am Kreuz bezahlt hat für unsere Schuld. Das weiß der Teufel besser als mancher Christ. Und trotzdem ist er nicht errettet und er wird auch nicht errettet werden. Ja? So, wie definiert die Bibel Christ? Was genau ist ein Christ? Ja? Das ist eine der elementaren Fragen, die beantwortet werden müssen. Und es gibt kolossale Fehler von großartigen geistlichen Führungspersönlichkeiten, die diese Hausaufgaben nie gemacht haben, die verwirrt sind und uns jetzt in die Verwirrung führen. Ja? Und sie versuchen, von einer Einheit zu träumen, an einer Einheit zu bauen mit Menschen, die gar keine Christen sind. Aber nirgendwo steht in der Bibel, dass wir eine Einheit schaffen sollen mit Menschen, die keine Christen sind. Das ist nirgendwo in der Bibel. Das würde auch keinen Sinn machen. Würde gar keinen Sinn machen. Ja, ist absolut kontraproduktiv. Ja, aber wenn man halt menschliche Definitionen hat, ja, zum Beispiel Herrn Hartels Definition ist, alle Getauften sind Christen. Ja, das ist aber nicht, was die Bibel sagt, sondern alle, die von Neuem geboren sind, ja. Oder ein protestantischer großer Leiter sagt, die evangelische Kirche gehört auch zum Leib Christi. Das ist dummes Zeug. Ja, überhaupt keine Kirchen gehören zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehören nur Menschen. Ja? Und zwar von neuem geborenen Menschen. Alle anderen gehören nicht dazu. Ja, wie weiß ich, ob der von neuem geboren ist? Das muss dich gar nicht interessieren. Du musst nur erstmal überhaupt in diesen Kategorien denken. Ja? So, das sind so ganz grundlegende Dinge, die einfach zu Verwirrung führen, weil wir Definitionen haben, die nicht von Gott kommen. Ja? Und dann richten wir Durcheinander an. Wir haben Durcheinander in unserem Kopf und das geht in unser Verhalten und das geht dann hinein in die ganze christliche Welt. Was ist Sünde? Wie definiert Gott Sünde? Was ist das Wesen von Sünde? Oder was ist das Kreuz? Was ist das Kreuz? Was sind Gottes Gedanken über Finanzen, über Ehe? Wie ist das mit Mann und Frau? Ja, wie kann das sein? Die sind gleich, aber haben doch verschiedene Rollen. Wie ist das gemeint? Was sagt das Wort Gottes darüber? Ja, wie sieht wirkliche Unterordnung aus? Und wie sieht eine falsche Unterordnung aus? Das sind lebenswichtige Fragen, die muss man beantwortet haben vom Worte Gottes. Und nicht, ja, jemand hat es mir so erklärt und das schien mir plausibel und das habe ich jetzt übernommen. Du übernimmst gar nichts, was irgendjemand dir erklärt hat, du übernimmst das, was Gott dir erklärt. Und das werden wir unserem Jünger sagen und wir werden ihm Hausaufgaben geben. Und er soll Dinge studieren auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ja. Was sind Gottes Gedanken über Sexualität? Ich habe am Anfang in der ersten Einheit davon gesprochen, wie die Gemeinde Jesu ihre Herrlichkeit verloren hat, ja. Da kommen sie auf so eine verrückte Idee wie ein Enthaltsamkeitszölibat. Die Priester dürfen noch verheiratet sein, aber dürfen nicht mehr das genießen, was Gott ihnen als Eheleute als kostbares Geschenk gegeben hat. Wo kommt das her? Nicht aus diesem Buch, das kommt aus ganz anderen griechischen philosophischen Gedankengängen, wo eine Leibfeindlichkeit gepredigt wurde und so weiter. Das hat mit dem Wort Gottes überhaupt nichts zu tun. Ja?
Aber Menschen haben das übernommen, weil sie schon nicht mehr in diesen Kategorien gelebt und gedacht haben. Sonst hätten die ja alle protestiert, wenn irgendwelche Leiter sagen, also wir führen jetzt ein Enthaltsamkeitszölibat ein. Da hätten ja die Massen alle Buh schreien können und sagen können, wir nicht, weil wir gehen mit der Bibel. Aber es hat sich doch durchgesetzt, ja, wiewohl die Bibel ganz klar ist und Gottes Gedanken da darlegt. Ja. So, wir neigen viel zu schnell dazu, irgendwelche Ideen, die uns plausibel erscheinen, von irgendwelchen Leuten zu übernehmen. Besonders wenn sie Rang und Namen haben, wenn sie Bestseller schreiben, wenn sie so genannt werden als die Top 20 des Landes, dann sind wir bereit, das alles irgendwie anzunehmen. Hallo, jetzt werden wir von Gott selbst gelehrt, und zwar jeder Einzelne. Und wir alle haben das gleiche Buch und wir studieren das Wort Gottes. Was sagt Gott über bestimmte Themen? Und dann passen wir unser Denken an. Und da wird es viele Male Entdeckung geben in der Schrift, wo unser Verstand Purzelbäume schlägt und wo unser Verstand sagt, also das verstehe ich jetzt nicht. Aber weil wir das akzeptiert haben, die Schrift ist die Wahrheit, die Schrift bringt die Gedanken Gottes. Deswegen übernehmen wir Dinge, einfach weil Gott es sagt, ohne dass wir noch irgendwelche anderen Beweise hätten. Wir kommen später, wenn wir auf diese Frage der Identität zu sprechen kommen, kommen wir nochmal zu diesem ganz wichtigen Punkt zusammen. Weil Gott sagt Dinge, die würden unsere Erfahrung uns niemals bestätigen. Aber indem wir diese Wahrheiten annehmen, ändern sich unsere Erfahrungen. So, wir haben nicht ein Verständnis von geistlichen Dingen aufgrund unserer Erfahrung. Ja, das ist, was viele falsch machen, wenn du über Heilung lehrst. Du lehrst aus dem Wort Gottes, Heilung ist der Wille Gottes. Und dann sagen sie, ich habe aber einen lieben Bekannten, und das ist ein ganz treuer, hingegebener Christen, der hat sein Leben lang Jesus gedient, mit allem, was er hatte, war ein großes Vorbild, und der ist krank geworden. Und das soll dann der Beweis sein, dass Heilung nicht der Wille Gottes ist für jeden Gläubigen. So kann man nicht argumentieren. Wir holen unsere Sichtweise von was ist wahr und was ist falsch, nicht aus Erfahrungen, nicht unseren Erfahrungen und Erfahrungen von anderen, sondern von dem, was Gott selber sagt. Es mag viele, viele Gründe geben, warum die Erfahrungen nicht auf biblischer Höhe sind. Aber wir können nicht die Erfahrung nehmen und biblische Wahrheiten damit degradieren und sagen, siehst du, die Erfahrung hat das letzte Wort. Das ist etwas, was häufig gemacht wird, nicht nur beim Thema Heilung, an vielen, vielen anderen Stellen auch. So, das ist das Allererste. Wir werden verändert durch Erneuerung des Denkens. Und unser Jünger, der studiert das Wort Gottes. Was ist eigentlich Erlösung? Was ist Errettung? Was beinhaltet das alles? Was ist uns da geschenkt worden? Und das finden wir im kostbaren Wort Gottes. Und nachdem unser Denken in Übereinstimmung ist mit den Gedanken und den Inhalten, die Gott jetzt so denkt, dann ist der Weg frei, dass etwas noch viel Tieferes passieren kann. Jetzt wird das Wort Gottes unser Herz erfüllen. Das Wort, das dein Denken nicht durchdringt und dein Denken in die Bahnen Gottes bringt, wird nicht das Wort werden, was in deinem Herzen ist. Deswegen fängt es mit dem Denken an. Dein Denken ist das Tor zum Herzen. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Aber schlussendlich, die Kraft wird freigesetzt durch das Wort im Herzen. Die Kraft wird freigesetzt, anders zu leben, aus altgewohnten Bahnen herauszukommen. Die wird freigesetzt durch das Wort Gottes in unserem Herzen. Und das geschieht durch das, was die Bibel nennt, Nachsinnen über das Wort. Lass uns zwei Schriftstellen dazu anschauen. Das ist Psalm 1. Die Engländer würden sagen, to meditate. Aber das können wir in Deutsch nicht sagen, weil dann wird uns vorgeworfen, siehst du, doch esoterisch deine Lehre. Also dann müssen wir dieses Wort nehmen, nachsinnen.
Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Tag und Nacht nachsinnt über das Wort. Das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung. Und dann kommt der Segen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Halleluja. So nachsinnen. Und hier heißt es Tag und Nacht. Das ist also nicht nur mal schnell den Kalenderzettel in die Hand nehmen, sondern die Gedanken füllen damit und dann das, wie es heißt, Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Ja. Das sollen wir lernen. Du sagst ja, aber nachts muss ich schlafen. Ja, aber wenn du dich tags befüllst mit dem Wort, kannst du nachts immer noch mit dem Wort gehen. Kannst das Wort erleben, kannst die Kraft des Wortes erleben, kannst sogar in den Träumen, wenn der Traum eine unangenehme Richtung irgendwie einschlägt, kannst du sagen, halt, Moment mal, ich bin Mann Gottes in Jesu Namen, das geht nicht. Du kannst im Traum widerstehen, du hast im Traum Autorität über Angriffe, über dämonische Attacken. Du bist nicht im Traum völlig ausgenockt und da passieren Dinge, mit denen du irgendwie, gegen die du dich nicht wehren kannst. Das ist nicht so. Du kannst dich füllen mit dem Wort Gottes. Deswegen heißt es, ob wir schlafen oder wachen, zusammen mit ihm leben sollen. Das ist unser Geschenk und unsere Herausforderung. So, hier steht, durch das Nachsinnen über das Wort kommt Frucht. Das ist unser Thema. Der Jünger ist gewählt, um Frucht zu bringen. Und diese Frucht soll bleiben, Johannes 15. Und diese Frucht ist zuallererst ein verändertes Wesen. Und das hat zu tun mit dem Wort, das in uns seine Kraft entfaltet. Und Josua Kapitel 1, Vers 8, ist die Parallelstelle zu Psalm 1. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Das heißt, habe es ununterbrochen auf deinen Lippen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Andere Übersetzung sagt, dann wirst du Erfolg haben. Gefällt mir ein bisschen besser als hier die Schlachter. Gott will, dass wir erfolgreich sind. Manche Leute stoßen sich an dem Wort Erfolg. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass sie verkehrte Assoziationen haben mit Erfolg. Es ist nicht Erfolg, drei Mercedes vor der Garage zu haben und ein Verhältnis mit der Sekretärin zu haben und die Familie geht den Bach runter. Das ist nicht Erfolg. Ja? Sondern Erfolg ist, dass du den Willen Gottes tust, dass du das tust, nicht mehr und nicht weniger, als Gott dir aufgetragen hat. Dass du den Plan Gottes für dein Leben erfüllst. Das ist Erfolg. Und Gott ist ein erfolgreicher Gott und wir sind seine Nachahmer und wir werden erfolgreich. Was für eine Verheißung, alles, was er anfasst, gerät ihm wohl. Weil Gott mit ihm ist, weil Gott ihn segnet, weil Gott das bestätigt durch übernatürliche Beglaubigungen und Dinge, die einfach zeigen, ja, das hat er nicht in seiner eigenen Weisheit gemacht, sondern Gott war wirklich da drin. Wenn man von hinten anfängt, es redet von Erfolg. Wie kommt der Erfolg zustande? Wenn wir alles befolgen, was im Wort geschrieben ist. Wie können wir alles befolgen, was im Wort geschrieben ist, wenn wir darauf achten? Das Wort Gottes gibt Licht. Durch das Wort Gottes kommt Klarheit. Damit beginnt es. Und diese Klarheit führt dann zu klaren Entscheidungen. Und so werden wir in immer tiefere Übereinstimmung mit ihm kommen. Und er will, dass wir erfolgreich sind. Nachsinnen über das Wort ist der Schlüssel. Es gibt ein Booklet, das ist jetzt leider vergriffen, das ist Druck nicht mehr erhältlich, wir werden das demnächst dann wieder nachdrucken. Der Segen des Nachsinnens über Gottes Wort.
Da wird erklärt, was ist Nachsinn, was hat das mit unserer Fantasie zu tun, wie können wir das lernen, wie können wir das einüben, dass wir wirklich uns füllen mit dem Wort Gottes. Und hier ist ein wichtiger Hinweis, im Hebräischen Nachsinnen hat ganz viel zu tun mit vor sich hin murmeln, also immer wieder sprechen, es aussprechen, immer wieder auf den Lippen haben. Im Englischen, to learn by heart, ja? Auswendig lernen, sagen wir auf Deutsch, to learn by heart. Wie fängt das an? Durch Sprechen. Wir sprechen, 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 sprechen und dann einmal wird es Teil von unserem Innern. Ja? Und dann haben wir es in unserem Innern. Da kannst du irgendwas gelernt haben, Goethes Glocke oder irgendwas. Und dann hast du das 30 Jahre später immer noch, weil das in der, ja, früher musste man so ein Zeug auswendig lernen. Stell dir mal vor, man musste Teil der Kultur, man musste von jemandem, der im okkulten, übernatürlichen zu Hause war und Romane schreibt über Leute, die einen Pakt mit dem Teufel schreiben, solche Literatur mussten die Schüler auswendig lernen. Das hat tiefe Wurzeln in der deutschen Kultur getroffen. Und viele Leute haben mehr Verständnis von Gott über aus Goethes Faust. Ja. Wer ewig strebt und sich bemüht oder so ähnlich heißt, den können wir erlösen. So ähnlich heißt es. Das ist nicht das Evangelium. Da ist eine Werkgerechtigkeit. Du musst dich anstrengen, du musst immer was tun. Und dann vielleicht, dann kann Gott dich erlösen. Ja. Und das wurde hineingesenkt in unsere Kultur. Das ist da ganz tief drin und viele Leute glauben an eine Werkgerechtigkeit. Sie glauben, dass ihre guten Taten am Ende die bösen Taten aufwiegen werden und am Ende sagt Gott, ja, hat gerade so gereicht, okay, komm rein. Das ist ihre Vorstellung. Ja. Ganz weit weg vom Evangelium. Wie sind wir jetzt auf Goethe gekommen? Auswendig lernen. Siehst du, jetzt lernen, danke, jetzt lernen wir, macht echt mit, gut. Wir lernen jetzt das Richtige auswendig, wir lernen das Wort Gottes auswendig. Wir haben keine Scheu, unserem Jünger Hausaufgaben zu geben und zu sagen, diese und jene Verse wirst du bitte auswendig lernen. Und das nächste Mal treffen wir uns und sagen, so, jetzt bitte, jetzt sagst du Johannes 8, 31, 32 auf? Das ist ja wie in der Schule. Nein, das ist schlimmer. Hier geht es um deinen Charakter. In der Schule geht es nur um Wissen. Hier geht es um deinen Charakter. Nachsinnen über das Wort. Das kommt an vielen, vielen anderen Stellen auch noch vor. Lass uns vielleicht noch eine Schriftstelle anschauen. Sprüche 2. Wo diese Hingabe an das Wort so schön beschrieben wird. Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, nicht nur hörst, annehmen, das ist noch ein Unterschied. Ja? Man kann hören und trotzdem nicht annehmen. Ja? Aber hören und dann sagen, ja, das ist die Wahrheit, das nehme ich, das ergreife ich. Wenn du dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest, wieso soll ich beten? Ich habe doch Verständnis. Ja, da ist schon das Problem. Selbstvertrauen in Bezug auf geistige Dinge, wir haben kein Verständnis. Und wenn wir da beginnen, wir haben kein Verständnis, aber wir können darum bitten, dann sind wir schon mal auf der demütigen Seite. Um Einsicht fließt, wenn du sie suchst, wie Silber und nach, ihr forscht wie nach Schätzen. Vielleicht erstmal bis hierhin. Das ist die Textstruktur. Wenn du die Bedingungen erfüllst, dann werde ich Folgendes tun. Dann, Vers 5, wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gelangen. Und geistliche Reife kommt in dem Maß, wie wir Gott erkennen, wie wir sein Wesen, sein Charakter, sein Herz, seine Absichten uns gegenüber erkennen. So, das hat nichts mit intellektuellen Erkenntnisprozessen zu tun, sondern es geschieht durch Offenbarung. Aber diese Offenbarung wird gegeben über Gott und über sein Herz unter der Bedingung der Furcht des Herrn. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn
ist der Anfang der Erkenntnis. Und natürlich, wenn in der Bibel hier von Erkenntnis die Rede ist, das heißt nicht naturwissenschaftliche Erkenntnis. Es gibt haufenweise naturwissenschaftliche Erkenntnisse ohne die Furcht des Herrn. Nein, hier geht es um geistliche Erkenntnis. Und Furcht des Herrn ist der Schlüssel. Deswegen ist eine theologische Ausbildung, die nicht ganz starke Betonung legt auf die Furcht des Herrn, auf Charakter, auf Hingabe an Gott, auf Gehorsam, absolut sinnlos und kontraproduktiv. Weil die Leute können Wissen sammeln über Gott, aber sie werden Gott nicht kennen. Und je mehr Wissen sie sammeln über Gott, ohne ihm zu gehorchen, umso schlimmer wird es mit ihnen. Und sie werden blinde Blindenleiter. Und davon sind heute ein Großteil der theologischen Seminare und Hochschule sind einfach voll von diesem falschen Konzept. Erst kommt die Furcht des Herrn und dann kommt die Erkenntnis Gottes. Und die Furcht des Herrn kommt nur unter Bedingungen. Hingabe an das Wort Gottes. Die Worte annehmen, die Gebote, da ist eine starke Betonung auf Gebote. Wer die Gebote Gottes nicht beachtet und sagt, ich will ein Leben führen in den Ordnungen Gottes, der wird nicht zur Furcht des Herrn kommen. Ja, wer sagt, ja, das sind Gebote, die brauchen wir. Wir haben jetzt die Gnade, wir haben jetzt irgendwie die Freiheit des Evangeliums und wir brauchen die Gebote nicht mehr. Wer so denkt, ja, und das auch noch irgendwie theologisch irgendwie versucht zu rechtfertigen, der ist schwer auf dem Holzweg. So, es beginnt mit Hingabe an Gottes Ordnung, an Gottes Willen. Und Gott wird sich nicht offenbaren, weil wir wollen nicht wirklich ihn, sondern wir wollen unsere eigenen Wege. Und Gott offenbart sich nur denen, die sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus sagt, dem werde ich mich offenbaren und zeigen, wie das Wesen Gottes ist. So, hier haben wir Bedingungen, Hingabe, Suchen, Forschen. Ja, das hat was mit Zeit zu tun, mit Mühe, ja. Suchen wie Silber. Ja? Ich habe mal mir das angeschaut, wie man nach Silber gesucht hat. Ja? In Ostdeutschland gibt es das sogenannte Erzgebirge und da war Silber. Das hat man früher gesucht. Und man gräbt riesige Gänge in den Berg und holt Massen von Gestein raus, sodass das richtige neue Berge und Hügel gibt, all dem Zeug, was sie da unten rausgeholt haben, in der Hoffnung, irgendwann irgendwo auf eine Silberader zu treffen, um die dann auszubeuten. Und diese Silberadern, die waren, wenn es gut ging, fingerdick. So waren die Silberadern. Und wenn du siehst, heute gibt es ganze Hügel, die jetzt schon bewaldet sind, das sind gar keine natürlichen Berge, das ist Zeug, was die aus der Erde rausgeholt haben. Gestein, massenhaft. Ja? Und damals unter so primitiven Umständen, heute hat man Dynamit, damals hat man das alles mit der Hand rausgehauen. Ja? So mühsam. Und das ist ein Bild für hineingehen ins Wort Gottes und graben und forschen und tief hineingehen und Zeit verbringen. Das hat etwas mit Mühe zu tun. Das hat etwas mit Mühe zu tun. So, das ist eine weitere Schriftstelle, die davon redet. Das ist ein intensiver Umgang mit dem Wort Gottes. Und nur dann kommen diese Ergebnisse zustande, von denen Gott gesprochen hat und die wir so gerne haben wollen. So, das eigentliche Ziel ist, das Wort Gottes muss tief verankert sein in unserem Herzen. Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen wohnen und zu Besuch kommen. Wenn jemand kommt und will bei dir wohnen, der wird anfangen, deine Möbel umzurücken und deine Wohnung umzugestalten. Wenn der nur zu Besuch kommt und sagt, die Kommode da, die gefällt mir nicht, die muss dahin, dann sagst du, hallo, Entschuldigung, hier wohne ich. Aber wenn das Wort Wohnung nimmt, dann wohnt das Wort jetzt da und das kann alles umstellen. Das ist etwas total anderes. Und das Wort soll Wohnung nehmen. Es soll bleiben. Die Betonung ist,
Es soll kommen und bleiben. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. So, das Wort muss hinein in unser Herz. Wodurch hält ein Jüngling seinem Pfad rein? Psalm 119, Vers 9. Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Im Englischen heißt es verborgen, versteckt. Ja. Das bringt uns auf die Assoziation mit dem Gleichnis Markus 4, das vierfache Ackerfeld. Was passiert? Der Same wird ausgesät und dann kommt der Feind und stiehlt es sofort. Warum? Weil es auf der Oberfläche ist, weil es nicht bewahrt wurde, weil es nicht geschützt wurde. Ja. Ich habe in meinem Herzen dein Wort verwahrt, verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. So David hat diese Offenbarung. Wenn das Wort in meinem Herzen ist, dann und nur dann wird die Kraft freigesetzt, dass ich Sünde widerstehen kann, dass ich nicht mehr sündigen muss. Halleluja. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Das ist ein merkwürdiger Vers. Ja, wir denken, die Bestimmungen sind dazu da oder die Gebote und die Verordnung sind dazu da, dass wir sie tun. Aber was macht David? Er nimmt die Gebote, die Ordnungen und er erzählt sie Gott. Da würde der menschliche Verstand sagen, ja, dem brauchst du das nicht erzählen. Der weiß es, du musst es wissen und du musst es endlich mal tun. Verschwende nicht deine Zeit damit, Gott zu erzählen, was Gott dir geboten hat, was du tun sollst. Ja? Aber das ist der Schlüssel. Vor Gott zu sein und das Wort im Glauben, im Kontext von Anbetung, in sein Angesicht zu sprechen. Das ist der Schlüssel. Herr, du hast gesagt, ich soll dies und jenes tun. Und ich stimme damit überein. Ich wähle das. Ich sage, das ist wahr, das ist richtig. Du hast ein Recht darauf, das von mir zu verlangen, aber du weißt, wer ich bin und dass ich keine Kraft habe. Aber alles, was du gebietest, gebietest du in Liebe und aus Liebe. Und du gibst nicht Gebote, die zu ferne und zu hoch sind. Du gibst mir auch die Gnade zu tun, was du mir geboten hast zu tun. Und das war jetzt in Kurzform, was wir tun mit dem Wort im Angesicht Gottes. Wir bringen das Wort zu ihm und wir erklären, dass wir es gewählt haben, dass es unser Maßstab ist, dass es unser Standard ist, dass wir das wollen und dass wir ihm glauben, dass er das in uns wirkt. Gott gibt Gnade zu seinen Geboten. Er gibt nicht Gebote, von denen er weiß, die sind sowieso uns viel zu ferne und es gibt keine Chance, diese Gebote zu erfüllen, sondern Gott gibt Gebote und er befähigt uns, das zu tun. Das hat wieder was mit Glauben zu tun. Das heißt, solange du Gottes Herz nicht kennst für dich und du liest die Gebote, die werden dich in Grund und Boden verdammen. Ja? Aber wenn du siehst, da ist Gott, der kennt meine Schwachheit und er hat versprochen, mir zu helfen. Und er wirkt in mir. Er wirkt in mir sein Werk. Hebräer Kapitel 13. Wow, das ist eine Stelle. Hebräer, ganz zum Schluss des Hebräerbriefes. Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Hörst du das? Damit ihr seinen Willen tut, indem er das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist die Beschreibung des neuen Bundes. Das ist die Beschreibung von Gnade. Er wirkt in mir. Er befähigt mich. Er rüstet mich aus, dass ich seinen Willen tun kann. Er schafft in mir, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist eine grandiose Geschichte hier. Das ist einfach gewaltig. Ja.
So Christsein ist nicht, Gott gibt uns ein Buch mit Geboten, wir lesen die schnell durch, zur Sicherheit, damit wir es unterwegs nochmal nachschlagen können, klemmen wir es unter den Arm, aber dann rennen wir los und versuchen, diese Gebote zu tun. Das wird nicht funktionieren. Sondern wir bleiben vor ihm. Wir warten, wir beten an, wir bringen das Wort, wir lassen das Wort tief eindringen, wir vereinigen uns mit dem Wort, wir verbinden uns mit dem Wort, wir wählen das Wort, wir sagen, das, was du mir geboten hast, das akzeptiere ich, das ist die einzig richtige Art und Weise zu leben und ich entscheide mich, so will ich leben und ich entscheide mich zu glauben, dass du mir hilfst, dass ich so leben kann und ich vertraue dir, dass du in mir wirkst. Er wirkt in uns, das Wollen und das Vollbringen, sagt Paulus. Das ist Gnade. So, es sind nicht Gebote und wir rennen los. Das sind die Gebote, die Gott uns gegeben hat, sind absolut übernatürlich. Niemand von uns kann diese Gebote halten. Niemand von uns kann so leben. Das ist völlig unmöglich. Ja? Die sind uns einfach viel zu hoch. Wir sind nicht dazu in der Lage. Und doch sollen wir sie bejahen. Aber mit Glauben und er schafft in uns, was für ihn wohlgefällig ist. Das ist der neue Bund. So, wenn jemand durch Gebote verdammt wird, dann kannst du ganz klar sehen, er hat die Gnade nicht verstanden. Er versteht nicht, dass er jetzt mit diesen Geboten im Glauben zu Gott kommen soll und ihm vertrauen soll, dass er ihm beibringt, so zu leben. So, die Gebote sind der Anfang, um wirklich Gnade zu bekommen oder genauer gesagt Gnade zu holen. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ich weiß, viele Bibelübersetzungen sagen empfangen, ja? Aber empfangen ist passiv. Ja? Unsere Blümchen im Garten, die empfangen das Wasser aus der Gießkanne. Ja? Da müssen die nichts zu tun. Ich gehe da nur vorbei mit der Kanne und so und dann empfangen sie. Aber das Wort, was in Johannes 1 geschrieben ist, von seiner Fülle haben wir genommen. Das ist aktiv nehmen, ergreifen, im Besitz nehmen. Ich verstehe nicht, warum man da empfangen übersetzt. Das griechische Wort hat nichts mit empfangen zu tun. Es hat etwas mit ergreifen zu tun. Das ist aktiv. Wir müssen Gnade ergreifen. Immer wieder, jeden Tag. Ja, gerade jetzt. Brauchst du Gnade, um zu hören, um zu verstehen. Ich brauche Gnade, das deutlich und klar und eindeutig und unmissverständlich zu erklären. Wir brauchen für jeden Moment Gnade. Ja, wenn du ein seelsorgendes Gespräch führst, wenn du dich mit deinem Jünger triffst, nicht mit deinem Jünger, mit dem Jünger, den du zum Jünger Jesu machst, ist mir ganz wichtig, das zu betonen, dann brauchst du Gnade. Und dann sagst du, Herr, gib mir für dieses Gespräch jetzt Gnade, dass ich die richtigen Eingebungen habe, dass ich die richtigen Fragen stellen kann, dass ich in richtiger Weise auf seine Fragen antworten kann, dass ich die richtigen angemessenen Hausaufgaben geben kann, die nicht zu niedrig sind und die nicht zu hoch sind, die genau jetzt passen. Ja? Wir brauchen Gnade für alles, was wir tun, brauchen wir Gnade. Und das Schöne ist, die Gnade ist da. Und das ist ein Thron der Gnade, zu dem können wir kommen. Und da empfangen wir zur rechtzeitigen Hilfe Gnade. Aber diese Gnade muss genommen werden. Das heißt, wir müssen sehen, die ist da, Gott ist willig, mir zu helfen. Er ist nicht hart und unbarmherzig, er überfordert mich nicht. Er hat mir nicht Dinge gegeben, die mich total irgendwie überfordern und hilflos zurücklassen. Nein, er gibt Gebote, er gibt Anweisungen, er gibt Anordnungen und dann hilft er mir, diese Anordnung zu leben. Das ist Gnade. Halleluja. So, die Gnade Gottes kommt durch das Wort Gottes, das wir im Glauben zu ihm bringen, mit dem wir uns total vereinen. Ich glaube, ich habe hier gar nicht diesen wunderbaren Vers zu Ende gelesen. In meinem Herzen, Psalm 119, Vers 11, habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnung. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten, nicht zur Kenntnis nehmen und losrennen und tun. Nein, bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht.
ein Teil von diesem Nachsinnen über das Wort ist, dass wir uns über die Folgen im Klaren werden, dass wir Gebote anschauen und sagen, ja, warum hat Gott diese Gebote gegeben? Was wird die Konsequenz sein? Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich diese Gebote wirklich in meinem Leben lebe? Welche Segnungen werden dadurch freigesetzt? Ja? Das ist so wichtig, dass wir hinter den Geboten die Güte Gottes sehen. Weil er uns ein gutes Leben geben will, wo wir in Harmonie mit ihm und miteinander leben, wo wir im Frieden sind und uns nicht kaputt machen und nerven und stressen und zerstören. Weil er gute Gedanken hat, darum hat er uns diese Gebote gegeben. Und jeder, der sich als selbstmitleidiges Opfer sieht der harten und unmenschlichen, unrealistischen Gebote Gottes, hat die Güte Gottes nicht gesehen. Und er muss unbedingt durch das Wort Gottes die guten Absichten, die Güte Gottes für sein Leben wirklich sehen. Ja. Aber wer das nicht sieht, sieht die Gebote und die natürliche Reaktion ist, das ist zu hart. Und wie kann man das von mir verlangen? Und das geht ja gar nicht. Und dann kommt noch Rebellion und Anklage und man ist überfordert und man ist hilflos und dann kommt das Selbstmitleid. Das alles kann nur verhindert werden, wenn wir mit dem Wort so umgehen, wie er das gesagt hat. Wir denken über das Wort nach. Ja? Nimm mal so ein paar Gebote, ja? Und denk mal darüber nach, wie dein Leben aussehen wird, wenn das Standard ist, wenn das normal ist. Da sagst du, wow, wie kostbar sind die Gebote. Ja? Aber Leute, die das alles nicht tun, die sehen nur die Gebote, sagen, das ist Gesetz, aber das wollen wir nicht, das macht uns kaputt, jetzt haben wir die Gnade und Gnade bedeutet, Gott erwartet nichts mehr von uns und die kommen in die absurdesten Gedankengänge über Gott, die Lichtjahre von der Bibel entfernt sind. Ja. Es ist nicht so, im alten Bund hat Gott Gehorsam gefordert und im neuen Bund können wir machen, was wir wollen. Das ist nicht so. Ja. Der Weg, wie jetzt Gehorsam zustande kommt, ist ein ganz anderer. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Jetzt haben wir den Geist Gottes in uns, der uns befähigt. Das hatte im Alten Bund niemand. Das hatten die Priester und Könige und Propheten, den Geist Gottes auf sich, aber nicht den Geist Gottes als wirkende Kraft in sich. Aber das ist auch der Grund, warum die Latte im Neuen Bund viel höher gelegt ist. Warum heute Dinge verlangt werden von uns, die weitaus mehr sind als du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Jetzt ist schon zornig sein über den Bruder ist dasselbe wie Mord. Ja? Eine Frau ansehen und sie zu begehren ist schon Ehebruch. Ja? Die Latte ist viel höher gelegt. Ja? So zu denken, es gibt keine Gebote, das ist einfach ein dummes Zeug. Und so können nur Menschen argumentieren, die Rebellion als Wurzel ihrer Theologie machen. Die Auflehnung gegen Gott ist die Wurzel ihrer Theologie und dann muss alles, was irgendwie Erwartungen sind von Gott, muss alles entschärft werden und wegerklärt werden. Aber das ist nicht aufrichtiger Umgang mit der Schrift. So ein aufrichtiger Umgang ist, da steht es, und das ist so gemeint, wie es gesagt ist. Und jetzt brauche ich Schlüssel, um zu verstehen, wie das in meinem Leben funktioniert. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und wenn wir nachdenken über das Wort Gottes, dann geschehen diese Prozesse. Und dann kommt Licht. Der Eingang deiner Worte bringt Licht, heißt es irgendwo im Psalm 119. Ja? Der Eingang deiner Worte leuchtet. Wenn die Worte wirklich hineingehen in unser Herz, kommt Licht. Und wofür brauchen wir dieses Licht? Wir brauchen dieses Licht, um unsere Lebenslügen zu entdecken. Und erst wenn wir sie entdeckt haben, können wir sie entmachten. Du kannst nicht Lebenslügen entmachten, die du gar nicht entdeckt hast. Das funktioniert nicht. Und das sind so ganz tiefe Überzeugungen, so nehmen wir so klassische Beispiele, keiner liebt mich, keiner beachtet mich. Wenn das in, ganz tief in deinem Glaubensfundament verankert ist, wie du dein Leben und dich selber siehst, dann wird deine Erfahrung so sein. Darüber wollen wir heute Abend dann mehr hören. Das hat alles etwas mit, wie sehen wir uns selber und wie haben wir uns gesehen und wie sieht uns Gott jetzt und wie sollen wir uns jetzt auch sehen. Das hat alles damit zu tun.
So, da sind Dinge, die irgendwann mal durch Erfahrung als Weisheiten so zu Sätzen geronnen sind, und die haben wir tief eingepflanzt in unser Lebensfundament, und die bestimmen jetzt uns. Aber jetzt haben wir das Wort Gottes, und das Wort Gottes bringt Licht, und das Wort Gottes geht ganz tief und es geht bis zu den tiefsten Dingen in unserem Herzen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis. Das heißt, das Wort hat ein Ziel. Und was ist das Ziel? Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und der durchschnittliche, typische, häufig anzutreffende, pfingstlich-charismatische Christ hat überhaupt noch nie Lehre gehört über Trennung von Seele und Geist. Und das ist der Schlüssel für Wachstum, das ist der Schlüssel, um aus verkehrten Prägungen herauszukommen. Und das ist so, so wichtig, dass wir das begreifen. Und diese Trennung von Seele und Geist kommt zustande, wenn wir dem Wort erlauben, wie ein Schwert durch unser Herz zu gehen. Und das geschieht nur, indem wir langsam bedenken, lesen und aus den Worten Gottes Gebete machen und im Gebet das Wort wieder zurückbringen zu Gott. So, das ist ein ganz anderes Verfahren als pflichtgemäß deine Kapitel zu lesen nach deinem Bibelleseplan, und dann hast du es wieder mal geschafft, hast aber nichts behalten, hast nichts verstanden, aber du hast deine Pflicht erfüllt und fühlst dich jetzt gut, kannst einen Haken machen und morgen machst du wieder deine drei Kapitel. Ich sage nichts gegen Bibellesepläne, aber wie wir mit dem Wort umgehen sollen, ist etwas anderes. Ein Vers nehmen und den bedenken und damit Zeit verbringen und vor Gott sein und zulassen, so wird das beschrieben in der Bibel, dass Gott sein Wort auf unser Herz schreibt. Das ist der Punkt. Das geschieht nur in Anbetung. Das geschieht nur, wenn du persönlich die Gegenwart Gottes suchst, findest und dann mit dem Wort kommst. Da wird das Wort auf dein Herz geschrieben. Und das ist, was verändert. Das ist der neue Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben. Jeremia 31, Vers 33. So wird der neue Bund beschrieben, dass Gott jetzt sein Wort auf unser Herz schreibt. Und das ist der Unterschied zum alten Bund. Im alten Bund war das Wort auf Steintafeln geschrieben. Und alles, was da geschrieben war, war Gott und war Gottes Wille und war richtig und ist bis zum heutigen Tage gültig. Die 10 Gebote sind bis zum heutigen Tage gültig. Aber was war der Defekt des alten Bundes? Diese Steintafeln mit den richtigen Geboten haben nur Verdammnis gebracht, haben die Leute nicht befähigt, das zu leben, was sie leben sollten. So brachte das Gesetz Erkenntnis der Sünde, und das Gesetz brachte dann eben diese innere Verurteilung. Ich bin schuldig, ich komme zu kurz in diesen Dingen und ich erfülle nicht den Willen Gottes. Das war aber nur die Vorbereitung, um dann Gnade zu verstehen. Man kann nur Gnade verstehen, wenn jedes Selbstvertrauen zerstört ist. Wer voller Selbstvertrauen ist, der braucht keine Gnade und der versteht auch nicht Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wer aber dasselbe erreichen will, der verpasst die Gnade. Und der versteht gar nicht, wie kostbar Gnade ist, weil er immer noch glaubt, wenn ich mich mehr anstrengen würde, ich würde es doch schaffen. Aber wir schaffen es nicht. Wir können nicht aus eigener Kraft Gott gefallen. Nur durch Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Und das ist der Punkt, das ist, was wir unserem Jünger beibringen werden. Solche Gegenwart Gottes zu suchen, wo Gott sich zeigt, wo Gottes Gegenwart spürbar ist, wo er weiß, da ist jetzt ein heiliger, aber liebender Gott und er ist mir nahe und ich spüre ihn. Und er schreibt jetzt sein Wort auf mein Herz. Und damit wird mein Herz für immer geprägt. Das Herz wird durch das Wort Gottes umgeprägt. Es bekommt eine neue Programmierung, wenn du so willst. Ja?
Die alte Programmierung wird gelöscht und es kommt eine neue Programmierung da rein. Ein neues Verständnis, einen neuen Glauben, eine neue Identität, eine neue Zuversicht. Das ist, was mein Leben ausmachen wird. Das ist, was meine Erfahrung sein wird in der Zukunft. So mit dem Wort Gottes kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und da soll geschrieben werden. Und es ist Gott, der schreibt. Und später will ich noch erklären, dass Gott schreibt, wenn wir schreiben. Und wie schreiben wir auf unser Herz? Wie schreiben wir auf unser Herz? Es gibt nämlich nicht nur die Aussage, Gott schreibt seine Gebote in unser Herz oder auf unser Herz, sondern es gibt auch, schreib du auf die Tafel deines Herzens. Ja, wie geht denn das? Wie soll man das denn machen? Ja. Gute Frage. Und auf gute Fragen gibt es dann immer auch gute Antworten. Halleluja. So, das ist, wie Gott uns gebietet, mit seinem Wort umzugehen. Intensiv und tiefgehend und mit Mühe und forschen und graben und fragen und das immer Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Er ist dein Lehrer. Du brauchst nicht x Bibellexika und Kommentare von allen möglichen Leuten. Du brauchst den Heiligen Geist. Es ist nicht verkehrt, Kommentare zu lesen von Leuten, die Gott wirklich gekannt haben. Aber trotzdem musst du immer noch vergleichen mit dem, was wirklich geschrieben steht. Ja, das ist das Gefährliche mit der Scofield-Bibel. Wo sind Kommentare unten geschrieben? MacArthur-Studienbibel. Die sind absolut konträr zum Wort Gottes. Aber die Leute sagen, ja, ich habe es in meiner Bibel gelesen. Nein, das waren die Fußnoten. Und das sind Kommentare von Menschen. Das ist nicht das, was der Heilige Geist gegeben hat. Ja, so ich denke, das ist ein gemeiner Trick des Teufels gewesen, bestimmte Lehren gegen den Heiligen Geist und die Geschichte mit der Entrückung und so weiter, das alles in die Fußnoten zu packen und den Leuten quasi schon vorverdaut zu servieren und dann sagen sie, ich habe es in meiner Bibel gelesen. Ja, da muss ein Unterschied sein zwischen Bibeltext und Kommentar und das am besten in zwei getrennte Bücher und dann wissen wir, jetzt lesen wir die Gedanken von einem Menschen und jetzt lese ich die Gedanken Gottes. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied und das darf man nicht miteinander vermischen. Ich habe nichts gegen Fußnoten, wenn erklärt wird, wörtlich im Griechischen bedeutet dieses Wort dies und das. Das ist wunderbar. Aber wenn Theologie in die Fußnoten gepackt wird, wie das in MacArthur Studienbibel zum Beispiel der Fall ist, dann ist das sehr, sehr problematisch. Ja? Und Leute lernen Dinge, die das Gegenteil sind, von was die Bibel wirklich sagt. Ich war in einer charismatischen Gemeinde, habe ein Leiterseminar gemacht. Ich sprach über die Gemeinschaft, die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Jemand unterbricht mich und sagt, ich habe in meiner Bibel aber gelesen, wir dürfen niemals mit dem Heiligen Geist reden. Ich sage, ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, aber in der ganzen Bibel gibt es keinen einzigen Vers, der auch so etwas nur andeuten würde. Gerade im Gegenteil gibt es Verse, die sagen uns das Gegenteil. Wir sollen mit ihm Kontakt haben, wir sollen ihn kennen, wir sollen ihn erleben, wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben und wir sollen ihm Fragen stellen und er darf dann seine Antworten geben. So, da siehst du, Menschen lesen irgendetwas und denken, das ist jetzt Bibel. Das ist nicht Bibel. Und diesen Unterschied müssen wir sehen. Und da ist so viel Verwirrung und Durcheinander. Und Verwirrung wird sich lichten, wenn das Wort kommt, weil das Wort ist die Wahrheit, das Wort ist die Licht, das Licht. Und dann ordnen sich die Gedanken und dann klären sich so viele Dinge, die durcheinander gehen. Und auch die falschen Anwendungen von bestimmten Schriftstellen, die benutzt werden, um bestimmte Theologien irgendwie zu belegen und so weiter. All das wird sich aufschlüsseln und wir werden sehen, das Wort Gottes ist widerspruchsfrei und es ist klar und es ist eindeutig. Und es hat eine Botschaft und nicht zwei widersprechende Botschaften. Ja? Gott ist nicht verwirrt und er hat eine Meinung. Und er möchte seine Meinung uns mitteilen. Und dass der Heilige Geist, von dem es gesagt ist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das tut er mit der aufgeschlagenen Bibel, mit der wir in die Gegenwart Gottes kommen und Gott anbeten. So belehrt uns der Heilige Geist aus der Schrift. Halleluja. Amen.